Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim. Ach, Fender, du bist da gerade aufgetaucht. Ich habe mich gerade gewundert, wer taucht denn hier auf einmal auf? Ja, wir befinden uns hier immer noch. Ja, an dem Berg sind wir jetzt noch nicht. Wir befinden uns, warte, wir schauen mal kurz auf die Karte. Wir befinden uns immer noch auf dem Weg hier rüber nach Ivarstadt, denn wir wollen dann hoch zu den Graubärten. Ne, nicht ins Honigbräuhaus. Hier, hoch Rotgar. Da wollen wir hin. Und mir ist schon bei der letzten, ich glaube, es war die letzte Folge aufgefallen, dass wir ein bisschen vom Weg abgekommen sind. Normalerweise hätte es ja einen kürzeren Weg gegeben. Aber so what? Passiert. Jetzt sind wir dann ausgerüstet mit zwei Feuerenden. Ich hatte jetzt eine kleine Pause gemacht. Das ist jetzt im Prinzip eine neue Aufnahmesession. Aber ich denke mal, dass ich das Wichtigste jetzt noch nicht verlernt habe. Drüben läuft ein Häschen. Aber wir wollen jetzt trotzdem mal versuchen, so schnurstracks wie möglich unser Ziel zu erreichen. Vielleicht jetzt hier, ich sehe schon wieder oben zwei Höhlen, die man erkunden könnte, aber muss ja nicht. Ein Hase begleitet uns auch, das ist aber lieb von dem Hasen. Ach, da haben wir einen Bock. Aber da links kommt schon eine Höhle wieder näher. Aber nein, nein, nein. Ich gehe einfach weiter geradeaus. Nein, das hält mich jetzt nicht auf. Ich möchte jetzt in dieser Folge nach Ivarstadt kommen. Beinbrecherhöhle entdeckt. Sie ist so nah dran. Nein, weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Cool wäre es jetzt eigentlich schon, wenn man das hier so ein bisschen als Livestream machen würde. Oh, jetzt geht's aber steil. Wenn man das hier als Livestream... Ich höre doch einen Wolf. Naja, wenn man das hier als Livestream machen würde, dann könnte ich mit euch quatschen und entscheiden, ob wir da reingehen oder nicht. Aber da traue ich mich dann jetzt doch noch nicht ran. Das wird dann vielleicht irgendwann mal folgen, aber erstmal nicht. Erstmal entscheide ich jetzt hier erstmal. Erstmal. Es ist immer wieder dasselbe. So, gucken wir doch mal hier auf die Karte. Na, wir müssen ja sicherlich um den See hier rum. Oh, was ist hier los? Glühwürmchen. Fackelwürmchen. Aufgenommen. Fackelwürmchen aufgenommen. So, da rechts haben wir schon wieder was. Ja, ihr seht, es gibt so viel hier zu entdecken. So, was haben wir denn hier? Da. Ivarstreet. Da wollen wir hin. Also sind wir auf dem richtigen Weg. Ja, ich glaube, von da wären wir sonst gekommen. Wären wir den kürzeren Weg gegangen, wären wir, glaube ich, von da gekommen. Naja, so bin ich jetzt auch mal einen anderen Weg gegangen, weil in der Regel bin ich dann immer den kurzen Weg gegangen. Aber ich bin immer wieder offen für Neues. Es ist mir aktuell gerade so ruhig. Es wundert mich, dass wir bisher auf keine weiteren Gegner getroffen sind. Ah, mit Ansage, würde ich mal sagen. Kamehameha! Das war dann wohl mit Ansage. Wer kommt denn da? Wer bist denn du? Na schön. Gebt mir eure Wertsachen. Sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Dein Ernst, was haben wir denn? Können wir den schon einschüchtern? Sehe ich so aus, als hätte ich Geld. Das mit dem Einschüchtern hat leider alles noch nicht so wirklich ganz funktioniert. Und ich glaube, der Dieb lässt sich da noch nicht... Komm, sehe ich so aus, als hätte ich Geld? Eigentlich schon. Ihr seht so aus, als könntet ihr ganz schlecht mit Gold umgehen. Ich werde euch nicht noch einmal fragen. Okay. Hier, nehmt das, lasst mich einmal in Ruhe, das kommt nicht in Frage. Eher würde ich sterben. Na dann, auf in den Kampf! Dann ist das wohl euer letzter Wunsch, Dummkopf. Kamehameha! Ich hätte nie herkommen sollen, du hast doch einen Knall. Nix Gnade. Du hast uns angegriffen. Also bitte. Also bitte. Orkischer Dolch, sehr interessant. Dietrich, Granatstein. Wie viel können wir denn überhaupt tragen? Das 260 haben wir noch genug. Die scheinen aber einiges wert zu sein. Nee, Magierkapuze. Nö, das kann er anbehalten. Der Gachit. Aber ist selber dran schuld. So, wir übergeben dir doch kein Gold oder sowas. Da drüben wohnt da jemand?
Das kommt mir jetzt aber auch nicht bekannt vor. Sorry, ich weiß. Aber das lenkt jetzt doch meine Aufmerksamkeit. Boah, ich dachte jetzt, der Stamm, das wäre irgendwie ein großes Tier oder so. Da oben ist wieder der Mond. Seit der einen Folge, ich glaube, es war die 7. gewesen oder so, wo wir den gesehen haben. Sarazihof. Interessant. Hallo. Warum denn so eilig? Was ist hier los? Habt ihr schon entschieden, ob ich jetzt nach Einsamkeit gehen kann? Ich habe gehört, dass ich dort am besten jemanden finden kann, der mir das Malen beibringen kann. Es tut mir leid, Aduri. Aber dieses Jahr nicht. Vielleicht nächstes Jahr, nach der Ernte. Ich weiß nicht. Es ist zu viel zu tun. Weder nächstes Jahr noch im Jahr danach. Der Hof ist euch einfach viel wichtiger, als ich es euch bin. Die Malerei macht uns nicht satt. Aber unsere Erträge schon. Nur Geduld, Aduri. Eines Tages wird es soweit sein. Das verspreche ich. Na, schauen wir doch mal, wie wir der Aduri eventuell helfen können. Ich weiß nicht. Hier ist es langweilig. Jeden Tag immer nur das Gleiche. Oh. Bleib hier. Ich wünschte, ich könnte in eine der Hauptstädte gehen. Ich möchte einmal Malerin werden. Also, aber so wie die Dinge stehen, wird es wohl nie dazu kommen. Hier können wir nur zuhören. Ich bin gerade etwas beschäftigt. Ist mir egal. Was wünscht ihr? Ich habe auf dem Hof alle Hände voll zu tun. Also beeilt euch. Ach. Was wünscht ihr? Haben wir Kartoffeln? Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Ah, okay. 2 Gold. Ja, ist okay. Okay, hier gibt es jede Menge Nirnwurz. Was ist denn Nirnwurz? Das baue ich hier an, falls es euch noch nicht aufgefallen sein sollte. Ich bin die einzige lebende Person, die aus einem Nirnwurzsamen eine voll ausgewachsene Pflanze ziehen kann. Wie habt ihr solch eine Tat vollbracht? Ich hatte einen sehr guten Mentor. Er hat mir alles beigebracht, was er über die Nirnwurz und ihre seltsamen Wirkungen wusste. Ich habe ihn viele Jahre lang nicht gesehen. Was wohl aus ihm geworden ist? Seid ihr ein Alchemist? Früher einmal. Jetzt fehlt mir dazu leider die Zeit. Vor langer Zeit hatte ich sogar einmal einen Laden irgendwie weg. Aber als der Rote Berg ausbrach, musste ich alles zurücklassen. Vielleicht eröffne ich irgendwann noch einmal einen Laden hier in Himmelsrand. Das klingt sehr interessant. Meine Vermutung ist jetzt die, dass wenn wir jetzt ihr wirkt ziemlich erschöpft drücken, dass wir ihr helfen können und sie dann eventuell eben so einen Laden eröffnet und wir dann vielleicht Rabatt bekommen oder an Sachen rankommen, die total geil sind. Und ich stehe ziemlich auf Alchemie. Wir fragen jetzt einfach mal. Oder wir äußern erstmal unsere Meinung. Ist es so offensichtlich? Ich habe alle Hände voll zu tun. Neben der Arbeit auf dem Hof, meiner Nirnwurzzucht und der Aufgabe, meine Schwester Aduri im Zaum zu halten, bleibt für Ruhepausen wenig Zeit. Ich könnte euch helfen, wenn ihr wollt. Das klingt ja schrecklich. Viel Glück. Ja. Ja, normalerweise, wie ich eigentlich überlegt hatte, den Charakter zu spielen, dem würde das jetzt, glaube ich, einen Scheißdreck interessieren. Allerdings würde ich jetzt wiederum überlegen, das könnten Vorteile daraus für uns entstehen. Wir gucken einfach mal. Ich könnte euch helfen, wenn ihr wollt. Wirklich? Das wäre einmal eine angenehme Abwechslung. Für das Züchten von Nirnwurz brauche ich auch Jaspeitrauben. Der Säuregehalt des Saftes ist perfekt für den Boden. Für meine neue Ernte brauche ich 20 davon. Viel Glück beim Suchen dieser Jaspeitrauben. Hey, locker. Sie sind sehr selten. Hey, hast du vielleicht irgendwie einen Tipp? Es ist so schön, euch wiederzusehen. Ach, das freut mich aber. Macht euch eure Schwester viel Ärger. Manche Leute würden Aduri einen Freigeist nennen. Sie wandert gern stundenlang durch den Herbstwald. Wenn wir immer noch den Alchemistenladen in Vivec hätten, wäre es ja nicht so schlimm. Sie könnte den ganzen Tag lang an den Kanälen entlang wandern. Aber hier ist so schrecklich viel zu tun. Ganz zu schweigen von den Gefahren, die sie nicht wahrhaben will. Okay, geht klar. Gut. Viel Glück beim Suchen dieser Jaspeitrauben. Ja. Sie sind sehr selten. Ja, geil. Drück nochmal in die Wunde rein. Du könntest uns natürlich auch sagen, wo wir da lang müssen.
Nee, ich pflücke das jetzt. Hier ist es langweilig. Obwohl doch. Jeden Tag eine nehmen wir uns mal. Gleiche. Aber ich weiß, das in Nirnwurz findet man eigentlich recht gut. Die Graubärte haben das Drachenboot nach Hochrodgar gerufen. So etwas ist schon seit einigen Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Okay, geht klar. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie fällt es mir auch doch ein bisschen schwer in diese Rolle. Ich schaffe das einfach nicht, so ultimativ böse zu sein. Das kriege ich nicht hin. Ist Wunst nicht. Also wir wollen schon gucken, dass wir unsere Vorteile daraus ziehen. Dass wir hier nichts für lau wirklich machen, aber keine Ahnung, wenn da jemand Hilfe braucht. Dann muss ich... Wow, ah, okay. Ich habe auf einmal nur was bewegen sehen. Da muss ich da schon helfen dann. Ich habe mir gedacht, greifst du mal ganz schnell zu deinen Waffen. Jemand hier? Hallo? Irgendwie nicht wirklich. Was haben wir da unten? Oh. Haben die uns jetzt schon gesehen? Aber was machen die denn da jetzt? Ja, die kriegen mal locker besiegt. Das ist jetzt nicht das Problem. Ah, jetzt wurde man entdeckt. Verdammt. Nicht gut. Nein! Auf was drücke ich denn hier gerade? Keine Spur von ihnen. Seid ihr überhaupt böse? Hier drüben! Ja! Ja. Ah. Sorry. Eisenschwert, Eisendolch. Nö. Eine Schatzjägerin? Okay. Die hätte ich ja nicht gleich angreifen müssen. Gold, Goldbarren, Granitstein, Zaubertrank der Ausdauer. Und wir hätten ja auch erstmal reden können. So ist es ja jetzt nicht. Was haben sie da in den Säcken versteckt gehabt? Durchsuchen großer Sack Kohl. Durchsuchen großer. Noch mehr Kohl. Ich brauche keinen Kohl. Gut, weiter geht's. Jetzt aber wirklich. Mensch. Weit sind wir denn noch entfernt? Viel ist es nicht mehr. Das schaffen wir jetzt in der Folge. Wir sind jetzt gut bei 12 Minuten. Komm, das schaffen wir jetzt. Aber man muss sich nur einmal beschweren, ne? Ich hatte euch gesagt, es ist total ruhig. Und jetzt auf einmal kam erst der Wolf. Dann kam der Dieb. Dann haben wir den Hof. Da, wir hören's. Das ist Nirnwurz. Wenn ihr dieses Geräusch, das habt ihr ja schon gerade eben auf dem, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Hof gehört. Da, Mann. Und den sollten wir echt mitnehmen. Gut. Ist jedenfalls nicht verkehrt. Können wir dann auch für die Alchemie sehr gut gebrauchen. So. Oh. Hallo Mond. Schaut auch geil aus, so hinter den Wolken und so halb schwarz. Ey, dieser, ist das immer derselbe Hase oder was ist da los? Oh, dahin wird gekämpft. Vielleicht können wir helfen. Ah, das sind schon mal Gegner dabei. Oh, eine Spinne. Komm, beschwör doch hier. Zack. Auf die Frostspinne! So. Hallo. Ein Söldner. Uns wurde gemeldet, dass es hier in der Nähe Schwierigkeiten gibt. Ich bin auf dem Weg dorthin, um der Sache nachzugehen. Wohin wollt ihr? Ich sollte es besser nicht jedem sagen, der fragt. Es sind wichtige Angelegenheiten, wisst ihr? Ich könnte euch eine Menge Ärger ersparen. Sagt mir, wohin ihr geht, bevor jemand verletzt wird. Was ihr auch immer bekommt, ich zahle das Doppelte. Verstehe. Macht euch auf den Weg. Sagt mir, wohin ihr geht, bevor jemand verletzt wird. Irgendwer wird ganz sicher verletzt werden. Warum? Okay. Das mit dem Einschüchtern haben wir irgendwie noch nicht so wirklich drauf. Das müssen wir dann mal in dem Fertigkeitenbaum verbessern. Haben wir sie erst gerettet und dann... Ach, ich krieg die Krise. Ja, okay.
Ja, von der Spinne können wir noch was mitnehmen. So. Oh, ey, es geht mir immer wieder auf den Sack. Ja, sagen wir doch hier eine Weggabelung. Nein. Da lang. Da geht's lang. Das ist der Weg. Der richtige Weg. Ja, also das müssen wir dann echt im Fertigkeitenbaum dann mal verbessern, das Einschüchtern. Gibt's bestimmt dann eine Möglichkeit, automatisches Speichern. Einen Moment. Wie lange speichert das denn? So. Verzauberung, Schießkunst, schwere Rüstung, Blocken, zweihändig, einhändig, Schießkunst, Schleichen, Schloss, Taschen, Redkunst hier. Na! Ah! So. 10% besser verführen. Bestechung. Och, da hinten. Oh! Um Himmels Willen. Was haben wir hier drüben noch? Händler. Du kannst 500 Goldstücke in einem Ladenbesitzer investieren, um sein verfügbares Gold dauerhaft zu erhöhen. Indem du Geld. Oh Gott, was haben wir hier? Meisterhändler. Jeder Händler in der Welt erhält 1000 Goldstücke zum Handeln. Krasser Shit. Ja, da würde ich dann schon hier, aber da brauchen wir Stufe 70 erst, um das zu verbessern. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich zugeben. Das ist gerade sehr verwunderlich. Ja, viel Spaß. Oh. Beschwörung verbessert, sehr gut. Und gleich noch schnell. Ja. So schaut's aus. So wird's kommen. Wow. Hab ich nicht mitbekommen. Danke, lieber Feueratronarch. Sehr nett. Die Bergblume habe ich mitbekommen. So. Sind wir denn immer noch auf dem Weg? Ja. Bin auf dem Weg nach Veltania City. Dort, meine Freunde, ist das Ziel. Entschuldigung. Falsches Spiel, ich weiß. Schon wieder. Was ist hier los? Wo? Da müssen wir lang. Das da ist ein Fuchs. Hallo. Oh, hier sind Pilze. Oh, hechel nicht so, ey. Oh, oh, das klingt nicht gut. Das klingt null gut. Das klingt total schlecht. Das klang nach einem Bär. Nur wo ist der Bär? Der Bär. Ich sehe den Bären nicht. Naja. Hey, wir haben es geschafft. Da ist es. Wir haben es geschafft. Man mag es nicht glauben, aber wir haben es echt in dieser Folge noch geschafft. Ich raste aus. Und da wollen wir dann hoch. Mann, Mann, Mann. Aber da gibt es, glaube ich, nicht so viele... Hallo? Da gibt es ja nicht so viele Wege zur Seite oder so. Oder... Willst du was von uns? Nö. Wir haben Ivarstadt entdeckt. Jawohl, sehr schön. Es ist nichts Großes, aber muss es ja auch nicht immer, ne? Drei Häuser. Holzfällerei. Da drüben kaputtes Haus. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns jetzt in dieser restlichen Folge hier einfach mal noch ein bisschen um. Gucken, was wir hier so entdecken können. Was? Bei den Göttern. Dann ist es wahr. Ein Drache hat Weißlauf angegriffen. Ja. Wie sollen denn einfache Krieger ein solches Monster besiegen? Tja. Gute Frage, nächste Frage, mein Guter. Gute Frage, nächste Frage. Hier haben wir Gasthaus Willemir. Willemir? Willemir. Ne, Willemir ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Ah, wir haben noch den, ich sehe es gerade, Stufe. Wir haben ja noch den, Stufen. Wir haben ja noch Level Up. Level Up, Level Up. Level Up, Level Up. Na, hier tobt der Bär, aber... Ne, hier steppt der Bär, so sagt man es ja. So, neue Stufe. Ich will Magicka weiter erhöhen. Oh. Wir haben die Beschwörung verbessert, das bringt uns aber gerade erstmal nicht so viel. Das haben wir ja schon. Das ist dann alles erst... Ah, das... Erst ab Level 20 möglich. Zerstörung. Was haben wir denn hier Schönes Neues freigeschaltet? Jetzt musst du erstmal hinkommen.
Ist immer sehr. Wirke Zerstörungszauber der Lehrlingsstufe für die Hälfte der Magika. Das ist nicht so verkehrt. Das ist schon mal gut. Wiederherstellung. Heilzauber heilen 50% mehr. Auch gut. Durch das doppelte Wirken eines Wiederherstellungszaubers sind die Effekte viel wirkungsvoller. So, Veränderung. Nee, das haben wir aktuell nicht. Zauberung haben wir auch gerade nicht. Blocken. Auch eher weniger einhändig. Nein. Schießkunst können wir gerade. Doch, wir könnten bewirken 40% mehr Schaden. Das wäre natürlich auch geil. Schleichen können wir gerade nichts machen. Schloss knacken. Na, das kriegt man hin. Da müssen wir jetzt nichts opfern. Redekunst, Verkaufspreis. Ah, nicht so wirklich. Alchemie. Von dir hergestellte Zaubertränke und Gifte sind um 20% wirkungsvoller. Ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, mir hatte das. Ne, ich bin dran vorbei. Ah, Level 26. Zerstörung. Lehrlingsstufe. Wirke Zerstörungszauber der Lehrlingsstufe für die Hälfte der Magiker. Das nehmen wir. So. Aus hier. Gut, so, wir sind da. Wer noch? Niemand. Also jemand, der Musik spielt anscheinend. Der wird es natürlich auch da, hat aber nicht. Wo kommt denn die Musik auf einmal her? Hier spielt doch niemand. Na egal, wir reden mal mit dem Wirt. Wie heißt er denn? Wilhelm! An eurer Stelle würde ich mich vom Hügelgrab im Osten der Stadt fernhalten. Da spukt es. Erzählt mir mehr über das Hügelgrab. Wenn er das schon mal erwähnt hat, dann wollen wir mal weiter darüber reden. Da gibt es nicht viel mehr zu sagen. Dort spukt es. Also solltet ihr euch fernhalten. Hört, ich habe einen dieser Geister mit eigenen Augen gesehen. Als er mich anstarrte, brannte sich sein Blick durch meine Seele. Ehrlich. Suchen die Geister auch eure Stadt heim? Zum Glück scheinen sie in der Nähe des Hügelgrabes zu bleiben. Ich glaube, sie bewachen es. Ist auf jeden Fall nicht gut fürs Geschäft. Wer will unweit eines verfluchten Hügelgrabes schon Zimmer mieten? Ich könnte Nachforschungen für euch anstellen. Es tut mir leid, da kann ich euch nicht helfen. Komm, wir nehmen die jetzt mal hier an. Wenn ihr glaubt, ihr könntet etwas ausrichten, dann nur zu. Ich sag mal so, bei sowas, Feuerschleierhügel, ich sag mal, bei sowas, wir werden das Ding sowieso irgendwann erkunden. Warum soll man da nicht hier noch eine Belohnung mit einstecken? Ja, was habt ihr zu verkaufen? Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Das hast du aber schön zusammengefasst. Na komm, beweg dich. Na, mach was. Ja, hier brauchen wir nichts. Zutaten vielleicht mal gucken. Salz, ja komm. Schadet nichts. Essen. Hier wird mal Brot los. Fasanenbrust, Kohl, rohe Kaninchenkeule, Wein. So, okay. Könnt ihr mir etwas über Hochrotgar erzählen? Wurde das Hügelgrab schon mal erkundet? Vor ein, zwei Jahren ist hier ein Kerl namens Vindelius durchgereist. Er sagte, er sei so eine Art Schatzjäger. Ich habe ihn davor gewarnt, da reinzugehen, so wie ich euch warnte. In der darauffolgenden Nacht hörten wir Schreie aus dem Hügelgrab, und das war's. Wir haben ihn nie wieder gesehen. Tja, dann werden wir das mal in irgendeiner Folge mal rausbekommen. Fragen wir mal kurz über Hochrotgar, wer uns was erzählen kann. Die Graubärte sind ziemliche Eigenbrötler. Ich glaube nicht, dass sie ihr Kloster jemals verlassen haben. Ab und zu kommen Pilger hier vorbei, die unterwegs zum Gipfel sind. Aber so gut wie alle kehren unverrichteter Dinge wieder zurück. Gut. Mit dem... Haltet im Hügelgrab die Augen offen. Ja, mach mal. Sonst erwischen sie euch. Mach mal. Mit dem netten Gespräch... Oh, hi Fender, ich bin immer wieder überrascht. Mit dem netten Gespräch mit Wilhelm würde ich jetzt diese Folge beenden. Mich bei euch bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin sehr froh, dass wir... Ich setze mich dabei mal hin. Ich bin sehr froh, dass wir es hier in die Stadt geschafft haben. In das kleine Dörfchen, würde ich mal eher sagen. Wir wurden zwar ein bisschen abgelenkt, wir haben es trotzdem geschafft. Und dann schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge machen werden. Vielleicht hier nochmal ein bisschen umgucken im Dorf, ein paar neue Leute kennenlernen. Und irgendwann werden wir dann hochgehen, so hoch Rotgar. Aber nicht jetzt. Jetzt bedanke ich mich und dann bis zum nächsten Mal bei... Einen Moment. Skyrim.